Wir sind hier gerade beim Vereinshaus Grevesmühl. Hier ist auch das Filmstudio ansässig. Ich habe hier 2 Wochen Praktikum gemacht und ich bin Nikita Koslowski, der Praktikant. Auf jeden Fall, ich möchte ein bisschen von meinen Erlebnissen, meinen Problematiken, die ich hier hatte, sowie dem, was ich gelernt habe, euch nahe bringen. Ich fange einfach mal mit dem allerersten Tag an, wo man mir das Equipment zur Verfügung gestellt hat. In dem Fall war es ein Stativ, ein Ansteckmikrofon, Kopfhörer und das Herzstück des Ganzen, eine Kamera mit 4K-Auflösung. Auf jeden Fall. Die Dreharbeiten waren meistens ganz entspannt, auf jeden Fall. Natürlich, nicht alle Aufnahmen, die ich gemacht habe, waren verwendbar. So, stopp mal kurz. Was jetzt verwendbar war oder nicht, interessiert gerade eher weniger. Ihr guckt euch jetzt erstmal an, was ich überhaupt gemacht habe. Also gut, wir finden uns hier jetzt an meinem Arbeitsplatz im Prinzip, den ich jetzt im Laufe des Praktikums am meisten besetzen werde. Denn es dreht sich ja nicht einfach alles nur, ich laufe dahin, film was, ich laufe dahin, film was. Oh, guck mal, da ist ein Bild, das mache ich auch nochmal. Es gehört auch viel dazu mit Editing und Organisation. Und die Organisation sowie das Editing findet auf diesem Rechner hier statt. Mit vorzugsweise sogar 2 Monitoren. Das ist, finde ich, ein extremer Luxus, weil es hat sehr viele Vorteile. Man kann 2 Dokumente gleichzeitig offen haben. Ja. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier auf jeden Fall schon mal 2 Sachen geöffnet, die ich euch ein bisschen genauer zeigen möchte. In dem Falle einmal den Ablauf dieses Vlogs, den ich jetzt hier im Prinzip mache, mit den 3 Oberpunkten, einzelne Tage, Dreharbeiten und Editing. Auf jeden Fall kommen wir eher zum interessanteren Part, nämlich die ganzen Ordner da. Diese Ordner, in dem Falle 4 Stück, haben alle ihre Existenzberechtigung und sind auch sehr relevant. In dem Falle einmal der Ordner Rohmaterial. In diesem Rohmaterial-Ordner wird Rohmaterial gespeichert. Wer hätte es gedacht? Ich weiß, mindblowing. Auf jeden Fall, was ist denn alles genau Rohmaterial? Rohmaterial sind sämtliche Video- und Tonaufnahmen sowie Bilder, die unbearbeitet sind und direkt vom Aufnahmegerät stammen. Das heißt, wie ich hier gerade sitze, das filme mit meinen Versprechern oder vielleicht erweiterten Versuchen, landen zuerst auf dieser Kamera. Und dann wird das Material ungeschnitten, unbearbeitet, erstmal im Ordner Rohmaterial landen. Kommen wir damit auch schon zum Ordner Projekte, in Klammern Arbeit. In Arbeit, eher gesagt. Das ist der Ordner, wo ich meine Projekte speichere, die noch nicht abgeschlossen sind. Beispielsweise, das erste Projekt, was da drin wäre, ist die Schnittarbeit des 1. und 2. Tages. Dadurch, dass sie noch nicht fertig sind, sind sie halt in dem Ordner Projekte in Arbeit, weil sie halt in Arbeit sind und noch nicht komplettiert wurden. Kommen wir hiermit jetzt auch zum 3. Ordner, nämlich Projekte, wo in Klammern fertig steht. Wer hätte es gedacht, was wird die Funktion sein? Genau, da kommen die ganzen einzelnen Tagesprojekte, die fertig sind, rein, um es final dann am Ende alle Tage, die ich jetzt hier aufgezeichnet habe und hiermit in mein Projekt mit einarbeiten möchte, rein, damit ich es am Ende etwas leichter habe und nicht mehr alles von Grund auf neu schneiden muss, sondern nur noch die einzelnen Tage zusammenschneiden muss und mir damit etwas Arbeit spare. Und ja, das war es schon groß und ganzen mit diesem Ordner. Und somit kommen wir auch schon final zum letzten Ordner, nämlich der Fakt des Tages. In dem Falle die Skripte dafür. Weil ich kann nämlich nicht einfach vor die Kamera hinsetzen, ohne wirklich einen Plan zu haben, was ich eigentlich sagen will. Auf jeden Fall, ich schreibe mir jedes Mal ein Skript dazu, was ich in dem Fakt des Tages sagen möchte oder in den Fakten des Tages. Und fotografiere mir das ab oder drucke mir das aus und dass ich mir das einmal einprägen kann, um dann später vor der Kamera nicht alle 2 Sekunden auch irgendwo hingucken zu müssen, um das abzulesen, damit ich auch etwas freisprechen kann. Und somit verabschiede ich mich auf jeden Fall aus diesem Bereich. Ich werde jetzt erstmal weiter meinen Aufgaben nachgehen und was der Fakt des Tages ist, werdet ihr nämlich gleich sehen, im Gegensatz zu mir. Ich muss noch was machen dafür. Ja, der Fakt des Tages ist jetzt die Angelegenheit. Wir befinden uns ja auch in einer anderen Location, wie man sicherlich wahrnehmen kann. Auf jeden Fall, was ist das Thema? Das Thema des heutigen Tages, des Fakt des Tages ist, wie lange braucht so ein Film in der Produktion eigentlich? Fangen wir auch gleich mit den ersten 3 Punkten
diesem Thema zu sagen gibt, an. Also gut, in der Filmproduktion gibt es drei Phasen. Die Vorproduktion, die Produktion, sprich die Dreharbeiten und die Post-Production. Fangen wir mit der Vorproduktion an. Dort wurde bereits das Drehbuch geschrieben oder wird noch das Drehbuch geschrieben. Sämtliche Ideen, was den Film angeht, sind schon da. Sponsor geben auch mal sowas aus, also dass finanziell auch schon alles abgedeckt ist, wird im Prinzip alles Grobe und Wichtige, was den Film angeht, schon mal vorweggenommen, damit am Ende es möglichst wenig Probleme gibt. Kommen wir somit auch schon zu dem kürzesten Part, nämlich den Dreharbeiten. Dort wird wirklich nur das, was von der Vorproduktion bereits erarbeitet wurde, umgesetzt, gefilmt und damit zur Verfügung gestellt für die Post-Production. Die Produktion, also die Dreharbeiten, handeln meistens, wenn überhaupt, nur um Tage und Wochen. Kommen wir somit aber auch jetzt zur Post-Production. Diese spielt zwischen Wochen und Monaten, denn dort wird sämtliches Video- und Tonmaterial zusammengefasst, bearbeitet und am Ende dazu zu dem vollendeten Film zusammengefasst. Hier gehen wir jetzt aber auch ungefähr von 90 Minuten Laufzeit aus. Also mit diesem Wissen werde ich mich jetzt für den heutigen Tag verabschieden und jetzt erstmal weggehen, weil ich Lust drauf habe. Also gut, man kann das hier wie eine Art, sagen wir mal, Beichte sehen. Denn die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, die den ersten Tag zeigen, sind nicht vom ersten Tag, sondern vom heutigen zweiten Tag. Denn mir ist heute aufgefallen, zusammen mit Andreas, die Person, die mich hier in dem Falle betreut, dass die Aufnahmen vom gestrigen Tag, also dem ersten, echt nicht so Bombe waren. Also die waren nicht wirklich schön. Deswegen ich das heute bis zum jetzigen Punkt alles neu gefilmt habe, in besserer Aufmachung. Und ich habe auch Rechtschreibfehler entfernt, denn mir ist aufgefallen, hey, also mit Andreas zusammen, er gesagt, es ist Andreas aufgefallen, dass mein Dokument Rechtschreibfehler waren und das kommt natürlich nicht so gut. Wir wurden jetzt korrigiert und ja, auf jeden Fall, was ich jetzt auch für mich selbst entschieden habe, durch Andreas Vorschlag auch, dass ich das, was ich filme, mehrfach filme. Also, dass ich das hier jetzt auch ein paar Mal filmen werde, dass ich im Prinzip immer noch verschiedene Varianten habe, die ich im Notfall zusammenschneiden kann. Ja, das heißt, das war im Prinzip so ein bisschen meine Beichte und die Zusammenfassung des gestrigen Tages. Auf jeden Fall, das war es dann jetzt auch erstmal von dieser Location hier. Wo es gleich weitergeht, werdet ihr nämlich sehen, aber ich bin fürs Erste hier weg vom Fenster. Ja. Alte Location, neuer Look, neue Woche und herzlich willkommen zur zweiten Woche meines Praktikums. Ich möchte die erste Woche ein bisschen Revue passieren lassen und noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie ich es wahrgenommen habe und wie ich es auch fand. Auf jeden Fall. Ich fange erstmal mit den Dreharbeiten an. Ich fand diese meistens sehr entspannt, auch wenn sie etwas frustriert manchmal waren, weil ich mich irgendwo verquatscht habe, irgendwie mich verheddert habe, weswegen die Aufnahme einfach nicht so schön war. Und ich möchte auch in Zukunft ein bisschen mehr drauf setzen, dass das einfach weniger passiert, weil es ist im Schnitt wirklich sehr nervtötend, seine ganzen eigenen Patzer wieder auszubaden, weil die manchmal wirklich so blöd sind, dass es sehr schwierig ist, sie wieder auszubaden. Auf jeden Fall. Kommen wir damit auch schon zum Schnitt. Ich fand diesen sehr anstrengend, weil an manchen Stellen musste man so viel Konzentration drauf legen, dass man wirklich die kleinste Millisekunde einer Tonaufnahme abwartet, um die dann an der Stelle wieder zu verbinden oder mit einem Zoom so zu arbeiten, dass es bildlich auch hinhaut, weil manchmal hast du eine Bewegung gehabt, die beispielsweise so aussah, nach dem Cut oder so oder nach dem Versprecher saß ich aber dann so da oder so. Und das ist halt wirklich mies, so zu schneiden, dass es gut aussieht. Und ja, das war im Prinzip meine erste Woche, weil meine erste Woche bestand leider nur aus 3 Tagen. Die ersten 2 waren davon Dreharbeiten und die dritte war wirklich rein Schnitt. Ich muss sagen, auch wenn der dritte Tag der kürzeste war, war es, finde ich, wirklich der anstrengendste Tag, weil ich war danach ziemlich ausgelaucht,
habe ich zu Hause auch erstmal hingelegt, bisschen geschlafen, weil es erfordert doch schon ziemlich viel Konzentration, wirklich auf Bild und Ton extrem zu achten, das so zu schneiden, wie man es haben möchte, dass man auch im Nachhinein zufrieden ist. Und ja, das war es im Prinzip halt auch schon. Ich habe es jetzt kurz und knapp einmal zusammengefasst und möchte jetzt auch noch mal ein bisschen erwähnen, was habe ich denn so jetzt überhaupt dazugelernt? Man sollte bei den Aufnahmen schon es direkt sagen, so wie man es möchte. Nicht großartig, ja, schneide ich raus oder so. Einfach beibehalten, wie es ist. Und schnitttechnisch habe ich jetzt auch halbwegs wieder drauf, wie man das Schnittprogramm verwendet. So, einmal stopp. Ich bin ich, bloß einen Tag später, und ich übernehme jetzt. Auf jeden Fall, ich habe gestern vergessen, was zu sagen. Nämlich, ich habe vergessen zu sagen, dass ich meinen Plan vom Anfang des Projekts, den ich euch noch vorhin vor ein paar Minuten mitgeteilt habe, über Bord werfe. Ja, die Steigerung ist ziemlich heftig von so, oh mein Gott, meine ersten Schritte, ich habe das voll krass geplant, so, es geht den Bach hinten runter. Ich sag's mal so, Planung hin oder her, die Planung muss auch was bringen. Und auch selbst bei einem normalen Filmdreh können spontane Probleme auftreten. Vielleicht nicht sowas, was ich jetzt habe, das sollte im Vorhinein schon geklärt sein eigentlich. Aber dennoch, Spontanität muss nicht immer was Schlechtes sein. Spontanität kann auch sehr viele coole Sachen. Beispielsweise ganz oft in Filmen gibt es Szenen, wo die Schauspieler tatsächlich nicht gespielt haben, sondern es real war, wo sie sich beispielsweise vielleicht den Fuß verletzt haben oder so. Oder was sie auf einmal lachen oder so. Das ist ja prinzipiell, als Zuschauer merkt man das nicht immer, aber es ist nicht immer im Drehbuch vorgesehen. Und das ist genauso eine Situation. Ich strukturiere den ganzen Mist jetzt komplett anders. Aber dadurch, dass ich hier schon bei circa 10 Minuten bin, wird sich das Ding hier jetzt zu Ende neigen, denn ich habe nicht mehr viel, was ich euch eigentlich mitteilen kann. Jetzt besteht wirklich aus Planung, Drehen und Schneiden. Was genau man plant, wie groß man es plant, ist je nachdem, was man vorhat, unterschiedlich. Beispielsweise bei mir ist es jetzt eher ein kleineres Projekt, was sich größtenteils so auf mich bezieht, weswegen ich andere Leute kaum bis gar nicht involvieren werde und kann. Das war's auch schon. Und ja, ich verziehe mich jetzt wieder, denn ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ergänzung ist da. Auf jeden Fall, weiter geht's. Also gut, wir haben es jetzt alles gesehen. Jetzt können wir diesen Praktikanten da auch zu Ende zuhören. Die Dreharbeiten waren meistens ganz entspannt auf jeden Fall. Natürlich, nicht alle Aufnahmen, die ich gemacht habe, waren verwendbar, weswegen man einige Sachen neu drehen musste oder immer und immer wiederholen müsste, bis es gepasst hat. Sonst habe ich nicht mehr viel zu den Dreharbeiten zu sagen. Kommen wir damit schon eher zur Planung, was eigentlich vor dem Drehen kommt. Dort ist mein allererster Plan nach hinten losgegangen. Ich konnte den nicht einhalten aufgrund zeittechnischer Dinge sowie Erfahrungsprobleme, weil ich habe es einfach viel zu groß und viel zu lang geplant, weswegen ich später um einiges umstrukturieren musste. Und sag noch mal ein paar Worte zum Schnitt. Ich fand den Schnitt wirklich von allen Phasen dieses Projekts wirklich am anstrengendsten, weil es war für mich sehr schwierig, mich so lange zu konzentrieren. Denn an manchen Stellen war das wie eine Art Puzzle, weil ich musste Ton und Bild so zusammenschneiden, dass es, selbst wenn ich da ein Versprecher hatte und ich den raushaben wollte, es noch Sinn macht und nicht komplett mies dabei aussieht. Auf jeden Fall, ich wollte mich auch nochmal bei den beiden bedanken, weil sie haben mir das Equipment zur Verfügung gestellt. Ich konnte hier hinkommen, ich konnte es hier schneiden, ich konnte alles hier machen. Und dennoch war es total entspannt. Man konnte natürlich auch lustige Gespräche führen nebenbei. Das heißt, man war nicht immer die ganze Zeit natürlich auf nur arbeiten, 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 dann ab nach Hause oder so. Es war auf jeden Fall sehr entspannt. Und ich würde es wirklich jedem ans Herz legen, der sich für diesen Bereich interessiert und sich das auch einfach mal angucken möchte. Das waren jetzt so meine letzten Worte dazu, weswegen ich mich auch von euch Zuschauern jetzt verabschiede. Und ich hoffe, ihr hattet gefallen, das hier anzugucken.